Da ist er wieder, dein Jens. Hallo, und heute geht es tatsächlich mal ein bisschen um Kreativität. Das, was meistens in der Schule ja, außen vor bleibt. Nein, nein, manchmal funktioniert es ja auch und man soll ja möglichst kreativ werden. Aber die Frage ist, ob man es dann auch wirklich trainiert. Für die Erwachsenen jetzt hier mal so gesagt, die Kinder, bis sie zur Schule kommen, sind unglaublich kreativ. Also das erkennt man daran, wenn man ihnen eigentlich ein Spielzeug geschenkt hat und das eigentlich Wichtige der Karton ist, weil da könnte man ein Boot draus bauen oder ein Haus und da muss man was anmalen und das Spielzeug liegt irgendwo in der Ecke und man hat irgendwie ganz viel zu tun mit dem Haus und das dann ganz schnell zur Küche umfunktioniert wird und plötzlich ist es noch was anderes. Also Kinder sind per se sehr, sehr kreativ. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie kreativ du bist. Wobei wir können ja leider wieder nicht interagieren. Vielleicht überlegst du dir ja nun mal, was könnte man zum Beispiel mit einem Kartenspiel machen? Und ich hatte dir letztens schon mal eine Technik gezeigt, die Vera-Birkenbiel-Technik, Kava, kreative Ausbeute durch Wortassoziation. Und jetzt schreibe ich mal in die Mitte hin das Wort Kartenspiel. So, warum habe ich das jetzt hier in die Mitte hingeschrieben? Einfach nur, dass wir Buchstaben haben zum Überlegen. Also natürlich kann man mit einem Kartenspiel Karten spielen. Also das wäre das Einfachste, ne? Karten spielen. Was könnte man denn noch machen? Man könnte es als Schummelzettel benutzen. Schummelzettel, man kann ja was raufschreiben. Schummelzettel oder Spickzettel, je nachdem, wie du das nennst. Was haben wir noch? Man könnte eine Information raufschreiben. Eine Information. Also zum Beispiel der Einkaufszettel für Mama, vergiss bitte nicht, das Toilettenpapier mitzubringen. Was könnte man noch damit machen mit so einem Kartenspiel? Vielleicht der Tisch wackelt und man kann ja mehrere Karten darunter legen, bis er dann absolut gerade steht, nicht? Also Tisch stabilisieren. Stabilisieren. Ach, das Tisch natürlich. Das ist ja beim T. Oder auch als Unterlage. Aber ich habe ja kein U, sonst würde ich ja sagen, Unterlage, was könnte man denn noch sein? Man könnte so ein Kartenspiel als zum Feuer anmachen machen. Was wäre denn das zum Beispiel? P-E-Energie. Energie, Feuer anzünden. Was könnte man da noch mitmachen? Man könnte eine Liebeserklärung draufschreiben. Also da würde ich natürlich die Herzdame nehmen. Also sucht man sich die Herzdame raus. Man kann ein Los machen daraus. Also zum Beispiel losen. Also man zieht, wer einer muss einkaufen gehen oder einer muss den Mülleimer runterbringen, zieh mal und wer die höchste Karte hat, muss, also ist derjenige, der die Aufgabe erfüllt. Zum Beispiel, was könnte man noch? Das wäre jetzt Losen, Schummelzettel, Energie, Liebeserklärung, Tisch stabilisieren, Kartenspielen. Naja, okay. Vielleicht raten. Rätsel. So, also zum Beispiel Zahlen raten. Also ich habe jetzt eine Karte gezogen. Okay, rate doch mal. Du hast aber nur so und so viele Fragen zur Verfügung. Und sagt, ist die Karte größer als eine 10? Ja, okay. Und so weiter, nicht? Also irgendwann kommt man dann auf die. Da ist sie, die Herzdame. Okay, was hätten wir denn noch?
Man kann vielleicht über Karten reden. Reden. Also da könnte man sagen, zieh mal hier eine Karte. Vier Pik. Ach ja, im Moment fühle ich mich nicht so. Überall piekt es bei mir. Und besonders meine vier Gliedmaßen, also Arme, Beine. So richtig gefällt es mir nicht. Und das ist das, was mir jetzt sofort so zum Beispiel, ja. Oder ich ziehe eine andere Karte. Oh, Joker. Ich war letztens mal der Joker beim Fußballspiel und man hat mich eingewechselt und es hat nur eine Minute gedauert. Ich habe nur einen einzigen Ballkontakt gehabt und schon war der Ball im Tor. Naja, gut, das war ein Eigentor und ich habe es geschossen, also naja, gut. Dann ist man natürlich kein Joker, denn sonst ist man ein Joker für die andere Mannschaft. Also du merkst schon, in welche Richtung das geht. Das ist Kreativität. Und je mehr dir einfällt, desto kreativer bist du. Das hat was damit zu tun, dass du mit beiden Gehirnhälften arbeitest. Das heißt also, die linke Gehirnhälfte ist so sachlich, die schreibt dann auch diese Ergebnisse auf. Die rechte Gehirnhälfte kreist aber. Und du überlegst ja dann, wie mit einer Taschenlampe, ist da irgendeine tolle Idee. Und wenn man sowas oft macht, dann bist du natürlich auch nachher ein Erfinder oder ein genialer Redner oder du erfindest Witze, vielleicht schreibst du ein Buch. Das alles bringt nachher die Kreativität zustande. Und selbst heutzutage, also im Moment ist es ja so, dass wir alle, ja, sagen wir mal, Opfer dieser Corona-Krise sind. Also viele müssen zu Hause sitzen und denen fällt nichts ein, nicht? Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist Langeweile. Und das hier würde ich das niemals beim Kartenspiel hinkriegen, sondern nur wenn man Langeweile hat, spielt man plötzlich Karten, nicht? Also das ist Quatsch, sondern wir wollen also das Wort Langeweile komplett aus unserem Sprachwortschatz streichen. Also ich kenne zum Beispiel diesen Zustand überhaupt gar nicht. Bei mir ist immer irgendwas los und wenn ich eine tolle Idee habe, dann schreibe ich die mir auf, dass ich die nicht verloren habe. Nicht? Das ist auch ganz wichtig. Ideen. Ich kann ja nochmal sagen, Ideen. Ideen sammeln. Ich habe immer einen Notizblock dabei oder ein kleines Büchlein. Wenn ich eine tolle Idee habe, schreibe ich die auf. Ansonsten kann es wirklich sein, dass die irgendwann mal verloren geht und dann nützt mir meine ganze Kreativität nichts. Also, heute haben wir, gehen wir darum hin, wir wollten kreativ sein. Kreativ sein. Und wir haben das mit der Kawa-Methode nach Vera F. Birkenbiel gemacht. Und wenn man dann genug hat, dann kann man sagen, okay, jetzt male ich das noch bunt oder gestalte das noch, mache noch ein paar Bilder dazu. Und manchmal ist es so, während man das bunt macht oder Bilder dazu malt, kommen noch zwei, drei zusätzliche Ideen. Also vielleicht hast du ja ein paar Ideen, was man mit einem Kartenspiel noch machen kann. Dann würde es mich freuen, wenn du das hier unten in den Kommentaren reinschreibst und vielleicht wenn dir das Video gefallen hat, dann sagst du Daumen hoch. Wenn dir es nicht gefallen hat, dann gibst du mir ein Herz oder so. Also, herzlichst dein Jens.